So, Jeanette, du und dein Enkel, ihr habt ja gerade eben die Polizisten am Rosa-Luxemburg-Platz gefragt, wo dein Sohn, der Vater von dem Kleinen ist. Die haben nichts gesagt. Was hast du danach gemacht? Genau, also die haben nur gesagt, wenn ich Informationen haben will, dann soll ich zur Polizeidienststelle gehen oder dort anrufen und nachfragen. Das habe ich gerade gemacht. Die haben mir gesagt, das ist in der Bearbeitungsstraße. Ich habe das irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, die sagen mir, welche Straße das ist. Aber das haben sie nicht gemacht. Ich habe dann gesagt, ja, in welcher Straße sind die denn? Kann ich da schon mal hingehen? Nein, das brauchen sie nicht, weil sie kommen da eh nicht hin und die können jetzt nach Hause fahren und können dort warten. Und ich habe gesagt, ich bin eine Mutter von einem Jungen, der abgeführt wurde und ich werde bestimmt warten. Ich kann nicht nach Hause fahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, und dann hat er mich zwischendurch angerufen und hat gesagt, Mama, die schlagen mich. Und dann habe ich im Hintergrund gehört, weil dann haben sie ihn wieder geschlagen und dann musste er auflegen. Und dann haben Okay. die gesagt, das kann gar nicht sein, er darf nicht telefonieren. Ja. Und da habe ich gesagt, er hat mich angerufen, weil er gesagt, die Polizei will wirklich hören, dass sein Sohn hier ist. Also die wollten ihm das nicht glauben, dass er zu seinem Sohn möchte. Und deswegen durfte er anrufen. Aber das war ein kurzes Gespräch und ich habe gehört, wie er geschlagen wurde. Und dann haben die gesagt, nein, hier wird niemand geschlagen und das glaube ich nicht. Und ich sage, ich habe es ja gehört, mein Sohn ist ja kein Schauspieler. Ja. Er hat geweint und ich habe es gehört. Ja, für das Verständnis. Also wir waren ja gerade eben zusammen in der Polizeistation drin. Du Genau. hast nicht angerufen, sondern wir Ich sind bin gerade. direkt Genau, reingegangen, um mit den genau. Leuten direkt zu reden. Ja. Genau, und Also da. die waren sehr freundlich, muss ich sagen, wirklich sehr zuvorkommend, aber ich weiß nicht, welche Leute ihn da mitgenommen haben und was da abgeht. Und ne, ich hab keine Wie Informationen. Und lange ist es schon her, dass der von der Polizei also mitgenommen inzwischen wurde? sind es schon 2 Stunden, dass er weg ist und ich habe nichts von ihm gehört. Also Und ich. sein Kleiner fragt halt ständig nach seinem Papa. Ja. Und ständig weiß ich. Und ständig will ich mal den ganzen Tag sagen, dass ich meinen Vater suche und für ihn mit der Polizei streiten würde. Und deswegen suche ich jetzt, mache ich mich Sorgen. So. Ja, und die Polizei gibt keine Auskunft. Die Polizei gibt keine Auskunft. Die sagen Sie nur, sagen fahren Sie immer nach nur Hause. Ja, und das Zuhause ist Das ist sehr weit entfernt. Am Rande der Stadt. Genau. Und ihr wollt nicht hinfahren, solange ihr Genau. den Sohn. Ich werde jetzt gucken, wo ich meinen Sohn finde. Ja. Na, ich möchte wissen, was passiert ist. Ja, ohne ihn wollt ihr nicht nach Hause Wir wollen fahren. ohne ihn definitiv nicht nach Hause fahren. Und es sieht so aus, als müsstet ihr noch länger warten. Und es sieht so aus, als wäre das Die eine Polizei unbestimmte hat Zeit. sozusagen gesagt, das lohnt sich nicht zu warten. Ja. So habe ich das verstanden. Ja. Also Toyota am Regen. Wir haben ein Video. Wir haben Beweise, dass die Polizei uns keine Auskunft gibt. Genau. Ja. Ja, Und euch einfach und ich bin ein so buchstäblich im Negativ. Regen stehen lässt. Genau. Ich bin ein Genau, Negativ. weil die haben gesagt, dadurch, dass hier so viel los ist, wird es sehr Und lange ich dauern, ehe bin. es ins System eingespeist ist und daher wird das wohl eine ganze Weile dauern. Ich habe den Namen von meinem Sohn angeben müssen und sein Geburtsdatum, Ja. ne, damit sie dann Und irgendwie mir Bescheid sagen können, keine, wie auch immer. Können sie ja Ja. nicht, aber Und Ja. Komplizierte Frage ist halt, wie geht's dir? Das ist natürlich jetzt gerade, Das kann ich gar nicht das kann ich beschreiben. gar nicht Ich sagen. explodiere innerlich, kann nicht mal weinen, weil ich Ja. so wütend bin, weil Ja. ich bin so wie Und sah betäubt. mehr Ne? Videos Ich bin geschockt. Ich habe von gesehen, wie sie den ihn abgeführt haben Polizisten. und das nicht stehend. Ja. Und den Polizisten ist es egal, dass hier ein 6-jähriger Junge ist. Also Die haben gefragt, hat er keinen Erziehungsberechtigten hier oder so? Ja. Und dann haben sie, ja, die Oma ist da. Ja, dann ist doch alles gut, dann fahren Sie, können Sie den Dann Jungen ist nicht es alles mitnehmen, gut, dann ist ne? das alles in Dann Ordnung, dann braucht ist ihr das nichts zu egal. wissen. Kind braucht Okay. nicht seinen Vater rechter, wenn die Oma da ist. Und macht sich ein Kind auch keine Sorgen. Und sagen dann im selben Atemzug und könntet ihr bitte den Abstand halten? Ne? So, Ja, das so kommt eine auch noch dazu. Ja, roboterhafte ist Antwort. ja okay, dass ihr da ein Problem habt, aber Ne? haltet bitte dabei den Abstand. Ihr könnt euch von 2 Meter sind es ja inzwischen schon, hat er gesagt. Also 2 Meter Abstand könnt ihr euch dann Genau, unterhalten. die gehen gar nicht auf das Problem Nein. ein, sondern spulen einfach ihr Richtig. Ding ab und sagen euch genau das Gleiche, wie als wärt ihr Ja, einfach so wie so so ein eingeübter Text, Bystanders. den man dann Ja, halt sagt. ja, Ja. ja. Gehen gar nicht darauf ein. Die gehen darauf nicht ein, Die nein. gehen nicht Okay. darauf ein. Danke erstmal. So, das war doch mal flüssig.